Vater im Himmel, wir danken dir. Wir danken dir, dass du uns schon im Lobpreis begegnet bist. Wir danken dir, dass du hier bist durch deinen Heiligen Geist. Oh, wir danken dir, Herr, für dein Wort, das du uns gegeben hast. Vielen, vielen Dank, dass wir dein Wort haben. Dein Wort, das ein Hammer ist, der Felsen zerschmettert, der Umstände verändert. Danke, Vater, dass dein Wort Trost ist und Halt ist. Danke, dass dein Wort uns deine Liebe zeigt, die du für uns hast. Danke viel, vielmals, Herr, für dein Wort. Und Heiliger Geist, wir brauchen deine Hilfe, um das Wort zu verstehen. Wir brauchen deine Hilfe zum Predigen, wir brauchen deine Salbung. Wir sind darauf angewiesen. Wir danken dir, dass du da bist und dass du wirkst in unseren Herzen, um zu verbinden und zu heilen, um herzustellen, um abzuschleifen. Wir preisen dich. Amen. Gut. Wer kann sich noch erinnern, wer da war heute vor einem Jahr? Könnt ihr euch noch erinnern? Pastor Said war da vor einem Jahr heute. Und könnt ihr euch noch erinnern an die Predigt, die er gehalten hat? Genau, was mit Esel? Genau, dass Jesus auf Eseln reitet. Genau. 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 Und dass es nicht um den Esel geht, sondern um Jesus. Okay. Also, lass uns mal in den Johannes gehen. Johannes 12, eben wie gesagt, der Titel ist, Jesus kommt geritten auf einem Esel. Und wir gehen da in Johannes 12, Vers 12 bis 19 und wollen das mal lesen. Am folgenden Tag, als die große Volksmenge, die zu dem Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie die Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien, Hosanna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn und der König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf einem Eselsfüllen. Dies verstanden seine Jünger zuerst nicht, jedoch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben war und sie ihm dies getan hatten. Es bezeugte nun die Volksmenge, die bei ihm war, dass er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt hatte. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie hörten, dass er dieses Zeichen getan hatte. Da sprachen die Pharisäer zueinander, ihr seht, dass ihr gar nichts ausrichtet. Siehe, die Welt ist ihm nachgegangen. Ist für mich schon noch erstaunlich. Ich habe alle vier Evangelien durchgelesen. Alle vier Evangelien bringen diese Begebenheit. Also vier Leute erzählen von dem, was hier geschehen ist. Und wir haben nicht viele Begebenheiten in den Evangelien, wo alle vier Evangelien dieses Ereignis beschreiben. Aber der Palmsonntag, das ist eines davon. Hier steht, Jesus fand dieses Fohlen, Eselfohlen. In den anderen drei Evangelien steht, Jesus schickte die Jünger ins nächste Dorf, nach Bethanien, um dort den Esel zu finden, der angebunden war, der Junge. Und wenn sie ihn fragen sollten, was sie da machen, dass sie diesen Esel losbinden, dann sollen sie sagen, der Herr braucht ihn. Genau. Der Herr braucht ihn.
Ist noch interessant, in Matthäus 21, Vers 1 bis 11 heißt es, dass sie sagten, Jesus sei der Prophet. Dass die Leute nicht nur Hosanna gerufen haben, sondern auch, da kommt der Prophet. In Markus steht, dass es ein Fohlen war, das noch nie jemand geritten hat. Und es steht, dass sie gerufen haben, gepriesen sei das Reich unseres Vaters David. Sie haben gedacht, Jesus kommt jetzt und verjagt die Römer. So wie auch einige von den Jüngern das gedacht hatten. Interessant ist auch noch zu sehen, in welchem Zusammenhang dass dieser Palmsonntag steht, also in dieses Palmereignis, wo sie ihn bejubelt haben. Also, ich weiß nicht mehr genau die Zeit, aber es war kurz vorher, sie kamen eben, um den lebendigen Lazarus zu sehen, ganz kurz vorher hat Jesus den Lazarus von den Toten auferweckt. Und viele kamen jetzt, um zu sehen, wer ist dieser Jesus, der das kann? Und wie sieht jetzt der Lazarus aus, der da tot war und jetzt wieder lebt? Ist er immer noch krank oder ist er ganz gesund? Wir sind neugierig, wir Menschen. Wisst ihr das? Oder bin nur ich das? Nein. Hä? Wir sind doch neugierig und wir wollen das wissen, oder? Und viele sind deswegen gekommen und haben da mitgejubelt. Genau. Und voraus geht auch noch, bevor Jesus nämlich nach Jerusalem gekommen ist, auf dem Weg nach Jerusalem, kam er durch Jericho. Und wisst ihr, was da in Jericho passiert ist, bevor Jesus nach Jerusalem kam? Fand ich noch interessant im Zusammenhang. Da hat er den Zachäus gerufen vom Baum herunter. Da waren schon so viele Leute unterwegs. Wisst ihr noch, der Zachäus musste auf den Baum klettern, weil er sonst nichts gesehen hatte, weil er ein kleiner Mann war. Und Jesus hat ihn heruntergerufen. Also schon da haben ihn die Menschen bejubelt und bedrängt. Und dann in Jerusalem noch mehr. Die sind alle mitgezogen da. Die wollten wissen, was jetzt noch alles passiert. Und nachdem er den Zachäus berufen hat, spricht Jesus zu der Volksmenge über die Talente und sagt, dass wir mit dem, was wir von ihm bekommen, etwas machen sollen. Ihr kennt die Geschichte. Das ist alles kurz vorher, bevor er so bejubelt wird. Und wisst ihr, was nachher passiert, nachdem Jesus mit den Palmwedeln so bejubelt worden ist? Da geht er in den Tempel. Und da nimmt er die Peitsche. Und da schmeißt er all diese Händler raus, die da nicht reingehören. Nachher war er plötzlich nicht mehr so populär. Nachdem haben wohl viele dann nicht mehr so toll gefunden, was er da machte. So, ist noch ganz interessant, das mal so im Zusammenhang zu sehen. Dann in Matthäus 11, 2 bis 15 haben wir noch eine andere Geschichte. Da kommen nämlich, als der Johannes im Gefängnis saß, die Jünger von Johannes zu Jesus und fragen ihn, bist du jetzt der Messias? Und Jesus gibt ihnen die Antwort, sagt dem Johannes, Blinde werden sehen, Lahme gehen, Aussätzige und Tote werden auferstehen. Und nachher,
Als die wieder gegangen sind, um dem Johannes das zu sagen, spricht Jesus zu der Volksmenge. Und dann sagt er: Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen anzuschauen? Was wollt ihr sehen? Was wollt ihr sehen? Wozu seid ihr gekommen? Und das ist eine sehr, sehr gute Frage im Leben, mit der wir uns immer wieder konfrontieren müssen. Warum tun wir, was wir tun? Wozu tun wir, was wir tun? Und über das möchte ich ein bisschen sprechen. Und Jesus sagt dann: Seid ihr gegangen, einen Propheten zu sehen? Ja, sage ich euch, und mehr als einen Propheten. Das ist Vers 10 jetzt. Dieser ist es, von dem geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg dir bereiten wird. Wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein Größerer auferstanden als Johannes der Täufer. Der Kleinste aber im Reich der Himmel ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis auf Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, jetzt gibt Jesus eine Antwort auf geheime Fragen in den Herzen von den Menschen. Aber er sagt ihnen, wenn ihr es annehmen wollt, also mit anderen Worten, nehmt es oder lasst es. Er ist Elia, der kommen soll. Weil die Juden haben auf den Elia gewartet. Und Jesus hat gesagt: Ja, ich sage euch das jetzt, wenn ihr es hören wollt. Er ist es. Genau. Was bist du gekommen zu sehen? Was bist du heute gekommen zu sehen? Weshalb gehen wir in die Kirche? Um Jesus zuzujubeln? Aus Pflichtgefühl? Aus einem Helfersyndrom? Aus Liebe zu den Menschen? Aus Liebe zu Gott? Aus Gehorsam, weil es heißt, versäume die Versammlung nicht? Warum tun wir, was wir tun? Was ist unsere Motivation? Wir haben gesehen in der Palmsonntag-Geschichte, dass viele gekommen waren, um den Lazarus zu sehen. Ich möchte euch ein bisschen mitnehmen in mein Pastorensein. Ich möchte euch ein bisschen erzählen. Also, wie hat alles angefangen? Einige von euch kennen die Geschichte schon ein bisschen, andere vielleicht haben das vielleicht noch nie gehört. Als die Pastoren vorher, wo wir mitgeholfen haben in dieser Kirche, gesagt haben, dass sie ausziehen, dass sie weggehen in einen anderen Teil der Schweiz, da haben wir als Team gebetet. Und ich hatte viele Ideen, wer da als nächste Pastoren kommen soll. Ich hatte Namen und ich habe gedacht, ja, ich bete jetzt und Gott spricht zu denen und die kommen dann. Tja, so war es dann nicht. Dann in einer Gebetsversammlung, als wir einfach so gebetet haben, vor allem in Sprachen gebetet, spricht Gott zu meinem Herzen und sagt: Du bist es. Und ich so: Vergiss es. Nein. Und wisst ihr, ich muss euch was erzählen. Wenn nämlich manchmal die Pastoren gekommen sind und so wir manchmal im Team Sachen besprochen haben, dann habe ich gedacht: Oh, zum Glück bin ich nicht Pastor. Also nein, das ist so anstrengend und oh, diese komplizierten Leute und all diese doofen Probleme und oh, nein.
Zum Glück sind die das. Ich war zufrieden mit dem Kinderdienst, den ich unter mir hatte, und wir haben noch etwas Jugend gemacht und ich war absolut zufrieden. Und mehr wollte ich wirklich nicht, und außerdem, wir waren immer ein bisschen am Reisen, Thomas und ich, wir haben mal da ein bisschen gelehrt und da ein bisschen gelehrt und wir hatten viel Spaß dabei und wir haben schon gebetet gehabt und hatten schon einen Namen für unseren Reisedienst und genau, und haben eigentlich gedacht, wir gehen in den Reisedienst, so in der Kirche mithelfen und ab und zu ein bisschen reisen und predigen, so wie wir es eigentlich jetzt auch machen. Aber eben, das war eigentlich unsere Vision. Und da spricht Gott zu meinem Herzen, dann sage ich, Herr, ich sage das niemandem. Wenn du willst, dass die das wissen, dann sagst du es ihnen. Ich sage es ihnen nicht. Und dann ging es ein paar Wochen und wir hatten damals Joel. Joel war schon da. Und wisst ihr, Thomas ist nie aufgewacht in der Nacht, nie. Also Joel konnte schreien und er hat sich nicht bewegt, er hat ihn nicht gehört. Er hat auch nicht gehört, wenn ich aufgestanden bin und ja, genau. Also auf jeden Fall habe ich gehört, dass Thomas aus dem Bett ging. Und es schien mir so, ich bin dann wieder eingeschlafen, es schien mir so, als ob er lange Zeit nicht mehr gekommen ist. Und dann am Morgen sage ich zu ihm, was ist denn los gewesen letzte Nacht? Da muss irgendwas Spezielles gewesen sein, du warst auf und du kamst lange nicht zurück. Hat Gott etwas zu dir gesagt? Und er sagt, nein. Zuerst sagst du mir, was Gott dir gesagt hat. Und ich so, oh. Sag ich, okay, gut. Dann habe ich ihm gesagt, was er mir gesagt hat. Und dann sagte er, ja, Gott hat zu mir gesprochen diese Nacht und hat gesagt, ihr seid die nächsten Pastoren. Okay. Wie bringen wir das den jetzigen Pastoren bei? Das war jetzt die nächste Frage. Da hat Thomas mal angerufen und gefragt, ob sie mal vorbeikommen können. Wir müssen etwas mit ihnen besprechen. Und als er dann angefangen hat, das hervorzubröseln, haben die nur gelacht und haben dann gesagt, ja, das wissen wir schon lange, wir haben nur gebetet, dass ihr es auch hört. Und das war gut. Wisst ihr, man muss selber hören, für sich selber. Es kann nicht jemand kommen und dir sagen, Gott hat gesagt, du sollst. Das geht nicht, weil du kannst nachher nicht bestehen, wenn die Stürme kommen. Genau, es war dann alles nicht so lustig, die nächsten paar Jahre waren gar nicht so lustig. Wir haben versucht, einen guten Übergang zu machen, als sie gegangen sind, haben da eine Person involviert. Die hat uns dann völlig falsch beraten. Es hat alles nicht so funktioniert, wie wir es wollten. Wir hatten dann eine andere Person, die uns auch hätte beraten sollen in weltlichen Belangen. Die hat uns auch völlig falsch beraten. Es waren natürlich beides Christen. Und wir sind dann ganz mächtig in die Schulden gerutscht und dann auch wieder rausgekommen. Und es ist eine ganz lange Geschichte. Aber auf jeden Fall, ja, in meinem Leben sind sehr viele Leute gekommen. Sehr viele Leute, die sehr viel versprochen haben. Ja, Gott hat uns, super, habe ich euch getroffen. Und ja, wir kommen in die Gemeinde und wir wollen euch unterstützen, weil Gott hat uns gesagt und so weiter. Und dann sind sie 2 Monate da und dann hat plötzlich Gott nicht mehr gesagt. Und du denkst, oh, okay, was kannst du machen? Nichts, sie gehen wieder. Genau. Da kommt sehr viel auch Enttäuschungen rein, einfach so als Person. Enttäuschungen, die es zu überwinden gilt. Und
mich hat dann, wisst ihr, wenn man so frisch Pastoren ist, und die anderen Pastoren, die waren ja auch frische Pastoren. Und die hatten auch noch nie eine Übergabe gemacht. Und wir waren noch nie Pastoren gewesen vorher. Wir hatten eine Bibelschulausbildung, aber nicht in der Pastorengruppe, in der Lehrgruppe. Und ja, das war alles ein bisschen viel Neues. Und du willst da so alles richtig machen, oder? Du willst alles richtig machen. Und je mehr du richtig machen willst, desto mehr Fehler machst du. Und desto mehr sind die Leute natürlich sowieso enttäuscht, weil, wisst ihr, wenn jemand eine Gemeinde pioniert und dann kommt der zweite Pastor, dann kann der einfach nicht so sein wie der erste, weil er einfach nicht der erste ist. Genau. Und dann hat es gescheitert. Genau. Dann waren wir plötzlich von 70 Leuten nur noch 15. Genau. Und das Dilemma hat angefangen. Und aber wir hatten immer wieder, Gott kam immer wieder durch Leute zu uns. Da kam mal eine Person und die hat in einem Gottesdienst, nicht hier, in einem anderen Gottesdienst, zu mir etwa 50 Mal gesagt, gib nicht auf, gib nicht auf, gib ja nicht auf, gib nicht auf. Wage es ja nicht aufzugeben, unterhalte keine Gedanken aufzugeben und so weiter und so fort. Und ich habe gedacht, Mensch, wie peinlich, weil zu dieser Zeit war alles noch in Ordnung, ist alles noch gut gelaufen. Und ich war da in einer Gemeinde und die haben mich alle gekannt und da waren noch andere Pastoren, die haben mich alle gekannt. Da habe ich gedacht, jetzt, was denken die alle, was wir für eine Katastrophe haben. Und ich, für mich war es total peinlich, aber ich habe es dann nachher gebraucht. Weil nachher kamen Zeiten, die paar Monate darauf kamen nachher Zeiten, wo wir jede Möglichkeit hatten, jede Möglichkeit, die du haben kannst, aufzugeben. Und ich habe immer wieder zu Thomas gesagt, und wir können nicht aufgeben und wir geben nicht auf. Weil manchmal, wenn du dann so ein Telefon bekommst am Silvesterabend, ab dem neuen Jahr kommen wir auch nicht mehr in die Gemeinde. Gott hat gesagt, wir sollen raus. Und du bist nicht mal zu Hause, du bist in den Ferien irgendwo, weil du dich ein bisschen erholen willst. Dann denkst du, aha. Dann sagt so Thomas zu mir, komm, wir gehen nach Rumänien, da wollen sie uns wenigstens. Genau, und das wäre eine große Verlockung gewesen, weil dort wollten sie uns. Und wenn du so als Pastor da vorne stehst und du schaust die Gesichter an und du denkst, die wollen mich gar nicht. Und irgendwann willst du sie, weißt du, es ist so wie John es mal beschrieben hat, als er hier war an einer Konferenz, wenn du dich nämlich nicht mehr nach dem Lobpreis umzudrehen wagst, weil du nicht zählen willst, wie wenige das da sind. Genau. Dann ist das schon ganz heftig. Genau. Also das waren so Sachen, wo wir durchgegangen sind. Und dann kommt Claudia Dennison in einem Gottesdienst. Und ich weiß noch, da war die Bühne da vorne. Und dann sagt sie einfach einen Satz zu mir und sagt, Monika, diese Gemeinde gehört nicht dir. Sie gehört Jesus. Da habe ich geheult. Weil du versuchst alles, du machst alles, du gibst alles und du siehst nur Versagen, 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 Versagen. Und dann habe ich begriffen, ich habe es begriffen, die Gemeinde gehört Jesus. Und ich soll ihm dienen. Und vorher wollte ich einfach der Gemeinde dienen. Und ich hatte keine böse Motivation, aber sie war ein bisschen offline, sie war ein bisschen falsch. Genau. Ich hatte vergessen, dass es nicht um den Esel geht, sondern um Jesus, der auf dem Esel sitzt.
Genau, der Esel denkt nämlich manchmal, dass die Leute für ihn klatschen, dass die Leute für ihn jubeln, dass sie für ihn die Kleider auf den Boden legen und, oh, ist das schön weich, kann ich da durchgehen? Oh, ist das schön schattig heute, keine Sonne, die mich sticht. Dabei geht es um Jesus und nicht um den Esel. Aber manchmal ist der Esel halt ein Esel und er braucht eine Weile, um Sachen zu realisieren. Genau. Aber ich möchte euch hier nicht traurige Sachen erzählen. Dadurch, es war ja dann nicht nur, dass es als Pastoren schwierig war. Es war ja dann auch noch so, dass es finanziell sehr schwierig war. Und nicht nur für die Kirche finanziell, sondern auch für uns privat sehr knapp war. Also ich habe buchstäblich mein letztes Geld manchmal ins Opfer gegeben und wollte Gott vertrauen am Montag, wovon ich, inzwischen hatten wir Melody auch noch, wovon ich Milch und Brot kaufe, weil das war alles ungefähr, was ich kaufen konnte. Mit 300 Franken Haushaltsgeld kommst du nicht weit im Monat. Mit zwei Kindern, die noch in den Windeln sind. Genau. Also vielleicht wirst du das mal ausprobieren, aber... Aber wir haben erlebt, wie Gott treu ist. Wir haben nie geklagt. Gell, Cornelia? Du warst da in dieser Zeit. Wir haben nie gebettelt. Gell, Mami? Wir waren immer gut gekleidet. Irgendwann haben wir dann angefangen mit Kleider sammeln für Rumänien. Und da hat es immer ein paar Stücke auch noch, die mir gepasst haben. Und genau, also ich habe den Leuten ja auch immer gesagt, für Rumänien und für Leute in der Schweiz, die es brauchen. Und wir waren ja auch solche. Genau, also hat Gott uns wirklich immer gut versorgt. Einmal, das vergesse ich nie, habe ich einen Wettbewerb gemacht im Coop. Wir haben 400 Franken Gutschein gewonnen. Meine Nachbarin, sie kannte unsere Situation, weil sie hat das ein bisschen mitgekriegt. Ich habe da heftig im Garten angebaut. Ich muss ihr das einfach zeigen. Und sie hat sich so mit mir gefreut. Gott hat uns so treu versorgt. Also was haben wir gelernt? Einige Einsichten über diese Jahre. Nur Gott ist immer wahr, treu, liebevoll und verständnisvoll. Nur Gott. Niemand sonst. Nur Gott. Wenn es andere Menschen sind, dann ist das schön. Aber erwarte es nicht. Weil nur Gott ist es. Weil wenn wir Erwartungen haben an die anderen, dann werden wir enttäuscht. Habt ihr schon einmal über dieses Wort enttäuscht? Täuscht nachgedacht. Es ist nämlich eine Täuschung, die dann wegfällt. Also wenn du enttäuscht bist von etwas, dann warst du einer Täuschung hingegeben. Und die fällt jetzt weg. Und das tut weh. Aber dadurch kannst du zur Wahrheit kommen. Gell, das ist gut, das fand ich so genial. Ist nicht von mir, aber trotzdem. Ich finde das so gut. Wenn wir plötzlich über unsere Worte, die wir immer wieder sagen, nachdenken. Warum sind so viele Christen enttäuscht? Weil sie getäuscht worden sind. Von anderen? Ja, vielleicht auch, aber zuerst mal von sich selber. Sie haben sich selber einer Täuschung hingegeben.
Weil wenn du das nicht tust, kannst du nicht enttäuscht werden. Wenn du die Wahrheit siehst, kannst du gar nicht enttäuscht werden. Jesus hat nie gesagt, wir sollen das Wohl von unserer Seele von anderen Menschen abhängig machen. Wir sollen die Freude von anderen Menschen abhängig machen. Jesus hat nie gesagt, dass wir die Liebe anzapfen sollen bei den anderen Menschen. Er sagte, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ja. Aber er hat nie gesagt, mach dein Gefühl, ob du geliebt bist oder nicht, von den Menschen abhängig. Also wenn wir enttäuscht sind, dann ist es, weil wir eine Täuschung uns hingegeben haben. Autsch. Aber das ist gut, oder? Das habe ich gelernt. Dann habe ich gelernt, Christen sind Menschen und oftmals nicht die einfachsten. Sie sind Menschen. Wir denken manchmal, Christen sind Übermenschen. Und Pastoren sowieso. Oder Propheten oder was auch immer. Die sind dann Übermenschen. Und hol die mal runter vom Thron. Das sind einfach Menschen, die gesalbt sind. Das sind Esel, auf denen Jesus reitet. Und das ist alles. Und je mehr, dass Jesus auf dem Esel sitzen darf, desto mehr verändert sich der Esel. Genau. Dann in meinen Augen schwierige Menschen sind oftmals da, um mich zu schleifen und nicht, damit sie sich verändern. Oftmals haben wir Menschen und wir denken, ah, nein, nein, ah, und du kannst ihnen nicht ausweichen und die sind da und die sind da und eigentlich sind sie da, um mich zu schleifen. Und nicht, damit ich sie verändere. Schleifen, so wie Edelsteine, weißt du? Oder Diamanten. Die muss man ja bearbeiten. Damit sie dann schön werden, oder? Und wir wollen ja geschliffen werden. Und was ich auch, zu welcher Einsicht, dass ich auch gekommen bin, wenn mir etwas nicht gefällt, bitte ich Gott um meine Veränderung. Weil wenn ich mich verändere, verändert sich mein Umfeld. Wenn ich mich nicht verändere und ich bete, dass sich die anderen verändern, tut mir leid, dieses Gebet wird nicht beantwortet. Also natürlich können wir für andere Leute beten. Aber du kannst nicht beten, dass die sich so verhalten, dass sie dir nichts mehr tun. Sondern du musst an den Punkt kommen, wo du siehst, du kannst ganz dich sein, auch wenn die andere Person scharfe Ecken hat. Wir haben alle irgendwo scharfe Ecken. Ich habe ja ein Zitat gefunden von Richard Roh, der sagt, die Gemeinde frustriert uns zur Heiligkeit, indem sie uns eine strahlende Vision vor Augen hält und uns dann einlädt, uns der weniger glanzvollen Realität anzuschließen. Soll ich es noch einmal lesen? Die Gemeinde frustriert uns zur Heiligkeit, indem sie uns eine strahlende Vision vor Augen hält und uns dann einlädt, uns der weniger glanzvollen Realität anzuschließen. Das tönt jetzt negativ. Nein! Wir alle haben eine Vision, entweder für unser Leben oder wir für unsere Gemeinde. Aber diese Vision, die kommt nicht von heute auf morgen.
Da ist Arbeit dahinter, da ist Durchhalten dran, da ist Dranbleiben dran, da ist Glauben involviert. Und da kann man frustriert werden, enttäuscht werden. Vor allem, wenn man denkt, der schöne Mann, hä? Wenn man denkt, ich kann etwas bewirken. Nein, kannst du nicht. Kann ich auch nicht. Können wir nicht. Gott wirkt. Wir können einander unterstützen. Aber wir können nichts bewirken. Vergiss das mal. So, ich habe da ein Beispiel aus dem Leben. Wer in die Skischule geht, wer von euch war schon mal in der Skischule? Genau, wenn man in der Skischule ist, hat man da am Anfang so gute Gefühle? Also ich hatte keine. Ich war frustriert mit diesen Skiern an den Füßen. Und die gingen immer unter den Schnee statt über dem Schnee. Und dann bin ich hingefallen und konnte nicht mehr richtig aufstehen. Und meine Kinder haben jeweils die Skier abgezogen und sie fortgeworfen. So ganz wie der Thomas, als er klein war. Genau. Aber wann macht es Spaß? Wenn man es dann kann, oder? Erst dann macht es Spaß. Und zwischen dem Anfangen und dem Spaß haben ist ganz viel Üben dran. Üben, üben, üben. Und wenn man aufgibt, dann kann man halt nie Skifahren. Genau. Und das ist allen logisch und allen klar. Aber als Christ beginnt das Leben mit Jesus erst richtig Spaß zu machen, wenn wir ein bisschen geübt haben. Wenn wir mal verstehen, wie es funktioniert und wie es nicht funktioniert. Ich kann nämlich nicht so Skifahren, weil dann sind die Skier gekreuzt. Dann falle ich immer auf die Nase. Und alle solchen Sachen sind uns im Natürlichen manchmal so klar. Und wann und wie kann ich Skifahren lernen? Wenn ich bereit bin zu lernen. Weil wenn ich nicht bereit bin zu lernen, kann ich das nicht lernen. Versteht ihr das? Also einer unserer Söhne, wir wollten unbedingt, dass er Velo fährt. Aber er ist und ist nicht Velo gefahren. Und dann hatte er einen Freund und der konnte schon lange Velo fahren. Und er immer noch nicht. Und dann habe ich mal gesagt, ja, aber weißt du, dann können dann plötzlich alle Velo fahren und du nicht? Ja, das ist mir egal, dann laufe ich halt. Beim Skifahren das Gleiche? Ja, nein, ich will das nicht lernen. Und dann sage ich, ja, dann gehen wir alle Skifahren und du nicht? Ja, das ist egal, dann nehme ich den Schlitten. Aber als er dann wollte, konnte er in einem Nachmittag Velo fahren. Als er dann bereit war, zu wollen und zu lernen, hat er es schnell gelernt. Und ich sehe das auch in der Gemeinde. Genau dasselbe. Also wir versuchen ja zu lehren, Thomas und ich, was wir schon gelernt haben, oder zumindest teilweise, weil gewisse Themen da kommst du ja nie selber ans Ende, außer du bist schon tot. Also wir lehren, was wir schon gelernt haben, aber lernen müsst ihr. Das können wir nicht machen. Wir können nur lehren. Der Prozess liegt bei euch und die Unterstützung bei uns. Wir können euch unterstützen in Prozessen, aber wir können die Prozesse nicht für euch machen.
Und das ist manchmal, glaube ich, so die Täuschung, wo wir dann enttäuscht sind. Weil wir denken, Gott macht und dann ist es. Aber oftmals ist es nicht so. Und weißt du weshalb nicht? Ich habe mal mit Gott geschimpft. Ich habe gesagt, warum geht das so lange? Ich bin jetzt jahrelang schon an diesem Punkt. Und ich bin etwas weiter, aber ich bin noch lange nicht dort, wo ich sein will. Warum geht das so lange? Und Gott hat mir eine Antwort gegeben. Er hat mir gesagt, du würdest stolz, wenn du es einfach so könntest. Weil dann denken wir, wenn wir es dann können, dann denken wir, ja, was haben die für ein Problem? Ja, was machen die für ein Theater? Ja, was braucht das bei denen so lange? Oder? Habt ihr auch schon so Gedanken gehabt bei anderen? Genau. Das war Gottes Antwort an mich. Geduld haben auch mit mir selber. Mich selber auch zu lieben, wenn ich immer noch das mache. Immer noch wieder falle. Also, wir alle möchten, wenn wir in die Gemeinde kommen, möchten wir Jesus begegnen, ja? Genau, wir möchten alle Jesus begegnen und wir begegnen ihm auch. Aber er kommt auf Eseln geritten. Er kommt auf Eseln geritten. Und viele dieser Esel sind stur und störrisch und bockig und verängstigt und verletzt, etc., etc., etc. Genau. Und Jesus hat es gewählt, auf uns zu reiten. Er hat es gewählt, uns zu retten und damit auch unsere Seele errettet wird durch seine Liebe. Er möchte das. Aber wenn wir in die Gemeinde kommen, was sehen wir? Die Esel oder sehen wir Jesus, der auf den Eseln reitet? Und ich denke, wenn wir beginnen, Jesus ineinander zu sehen, dann wird es plötzlich einfach, weil kannst du Jesus lieben? Ich kann Jesus lieben. Die Esel sind manchmal etwas stur und bockig und ich auch. Und störrisch kann ich auch ganz gut sein. Aber Jesus in mir, der ist immer lieb. Also so können wir, mir hilft dieses Bild, dass wir einander lieben können. Weil ich bin froh, dass Jesus auch mich als Esel ausgesucht hat und gesagt hat, ja, genau, auf dir will ich reiten. Und Jesus hat auch euch alle, jeden Einzelnen hat er gewählt. Und nur weil wir halt manchmal noch ein bisschen, ich sage nicht, du bist ein Esel, gell? Das ist ja nur ein Bild. Also nicht, dass du nachher nach Hause gehst und sagst, Monika hat gesagt, ich bin ein Esel. Aber einfach, ich finde es ein gutes Bild, oder? Wir tragen alle Jesus mit uns herum. Und diesen Jesus können wir in jeder Situation lieben. Und mit diesem Jesus können wir Geduld haben. Und mit diesem Jesus können wir Frieden haben. Wir gehen noch in Markus 12. Bevor ich dann zum Schluss komme. Markus 12, Vers 29.
Und wir beginnen bei Vers 28, damit wir den Zusammenhang haben. Markus 12, Vers 28. Und einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, wie sie miteinander stritten, trat hinzu, und da er wusste, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete ihm: Das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Mit anderen Worten, mit allem, was du bist. Und das zweite ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als dies ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Recht, Lehrer, du hast nach der Wahrheit geredet, denn er ist einer und es ist kein anderer außer ihm. Und ihn zu lieben aus ganzem Herzen und aus ganzem Verständnis und aus ganzer Seele und aus ganzer Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist viel mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Also alles, was wir jeweils denken, wir tun das für Jesus. Ui, das ist eben Schlachtopfer und Trankopfer. Jesus möchte unsere Liebe, Gott möchte unsere Liebe. Und das möchten alle anderen Esel um dich herum auch. Sie möchten einfach deine Liebe. Das ist alles. Und es gibt Menschen, die fordern dich sehr heraus zu lieben. Und das ist gut, das ist ein Übungsfeld. Da kannst du dann alles geben von deiner Liebe, die du in dir hast, die Jesus in dein Herz ausgegossen hat. Du kannst mit aller Geduld sie weiter lieben. So wie Jesus es gemacht hat. Als sie ihn bespuckt haben und gekratzt haben und sein Fleisch aufgerissen haben. Er ist unser Herr. Er liebt uns. Die Liebe, die Gott für uns hat, lässt uns fähig werden, ihn zu lieben. Und dann uns zu lieben. Und dann andere zu lieben. Es ist seine Liebe, die uns fähig macht, ihn zu lieben. Ich habe herausgefunden, nicht mal das kann ich. Wir sind nichts und können nichts ohne Jesus. Aber mit ihm sind wir mehr als Überwinder und können wir alles. Und jetzt gibt es da diesen Mittelweg zu finden zwischen: Ich bin nichts, ich kann nichts, niemand liebt mich, und: Ich kann alles, ich bin alles. Also zwischen falscher Demut, das auch Stolz ist, und zwischen dem anderen Stolz, wo man reinkommen kann, wenn man denkt, man hat alles im Griff. Was haben denn die anderen für Probleme? Ich habe alles im Griff. Genau, bis der Griff loslässt. Und dann hast du gar nichts mehr in der Hand. Aber Jesus, wenn wir uns auf Jesus stellen und er praktisch in unserem Leben mit uns unterwegs sein darf, dann sieht es anders aus. Gott allein ist treu,
ist gerecht, ist zuverlässig, ist stets freundlich, ist gerecht, ich sage das bewusst zweimal, ist liebevoll, ist geduldig und ist immer im Frieden. Wir werden immer mehr wie er, je mehr wir mit ihm leben. Das heißt, Jesus ganz praktisch mit in den Alltag hineinnehmen. Er ist ja sowieso stets da, eigentlich. Wir vergessen es manchmal einfach. Also lass uns mit ihm reden. Lass uns den Heiligen Geist um Rat, Geduld, Weisheit, Stärke bitten. Lasst uns mit Jesus Kaffee oder Tee trinken und mit ihm alles besprechen. Und, so wie wir es am Dienstag gehört haben, er baut euch selbst im Heiligen Geist, indem ihr in anderen Sprachen betet. Genau. So. Also, ihr Lieben, verachte nie den Esel neben dir, weil wenn du in den Spiegel schaust, siehst du auch einen. Und wir alle tragen Jesus mit uns herum. Und wisst ihr, dieselben Menschen, die so gejubelt haben, haben nachher auch geschrien, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Lasst uns jubeln für Jesus, ja. Aber lasst uns auch in die Tiefe gehen und eine Beziehung mit ihm leben, dass wir nicht nur Judi-Hui-Christen sind, die aber nicht wirklich stehen im Leben. Weil Paulus sagt auch, der, der denkt, er steht, soll zusehen, dass er nicht falle. Weil nur die Beziehung mit Jesus hält uns wirklich am Boden. Und ich sage nicht, dass du ab und zu auf Wolke 7 schweben darfst mit ihm. Das darfst du. Aber wir leben immer noch hier auf der Erde. Und er gibt dir festes Fundament unter deine Füße. Halleluja. So. Ich möchte noch beten. Vater, du siehst unsere Herzen. Du siehst, wie sehr es uns verlangt, näher mit dir zu leben, näher bei dir zu sein, mit dir ganz praktisch unser Leben umzusetzen. Du siehst auch immer wieder unser Versagen. Aber Herr, ich danke dir so sehr, dass du das mit eingerechnet hast. Du hast es mit eingerechnet. Jesus ist nicht nur für die Vergangenheit, sondern auch für die Gegenwart und die Zukunft gestorben. Und so hast du all das mit eingerechnet. Herr, du hast mit eingerechnet, dass wir Esel sind manchmal und ganz stur und ganz trotzig und ganz störrisch sein können. Aber manchmal auch ganz folgsam und ganz treu und ganz liebevoll. Und du hast das alles mit einberechnet. Und ich danke dir dafür, dass du den Faktor Mensch, unser Fleischfaktor, mit eingerechnet hast. Und wir bitten dich um deine Hilfe, dass das erste Gebot, unser erstes Gebot wird in allem, dich zu lieben. Und das zweite, die anderen zu lieben, gleich nach. Danke, dass du uns deine Hilfe zur Verfügung stellst, in unserem Leben da draußen, in unseren Situationen, die schwierig sind, die herausfordernd sind. Und wir bitten dich um mehr Offenbarung von deiner Liebe. So wie wir es gesungen haben in diesem Lied.